Yo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sego und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, heute gibt es was Neues hier, Jungs, und zwar Siri Random Squad Builder Battle. Ja, wir haben insgesamt hier 6 Spieler am Start aus der Bundesliga, die besten 6, und Siri wird eins für uns nehmen. Ja, wir werden sagen, hey Siri, würfel für uns, und dann, ja, kriegen wir hoffentlich so einen Lewandowski wieder. Ansonsten, Jungs, machen wir das nicht alleine hier, und zwar wir haben hier wieder Lost Furki am Start. Was geht ab, mein Freund? Grüße hier raus, Freunde. Ja, freue mich hier wieder am Start zu sein, vor allem zu so einem besonderen, ja, SBB hier mit so Serien, so habe ich auch noch nie gemacht. Bin ich gespannt, aber ja, ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Also Jungs, ich hoffe, euch gefällt das Video, ja. Wie viele Likes schaffen wir, Bro? Das ist ja was Neues hier. Bruder, also ich dachte mir, als du mir das gesagt hast, was laberst du da mit Siri, Random Squad Builder Battle und so? Vielleicht sagt das der ein oder andere Zuschauer auch. Aber, Digga, wenn die Leute das so teilen und so, ne, und das auch so ein bisschen verbreiten, schätze ich, knacken wir so die 4444. Also Jungs, ja, Gönntag, lasst ein Like da, falls euch das Video gefällt. Schreibt das auch unten in den Kommentaren, wir können auch das gerne auch verbessern. Ansonsten fangen wir jetzt an, wir fragen jetzt Siri, hey Siri, würfel mal für uns. So Jungs, also wir starten jetzt, wir fragen jetzt Siri kurz, ja. Hey Siri, würfel. Es wird gewürfelt. Die 4. Oh, die 4 bei mir. Und das ist der Reus, Jungs, ja. Nehme ich gerne mit. Ja, krasse Stats. Und jetzt würfel mal für Furki. Hey Siri, würfel. Okay, 3. Ja, wir haben die 3 für Furki. Was hast du denn da? Also die Leute sehen das gerade im Hintergrund wahrscheinlich schon. Marco Reus. Marco Reus. So Jungs, also ich habe Marco Reus, Furki hat Marco Reus. Ja, Dankeschön auf jeden Fall an ja, Siri. Sie hat ein bisschen verkackt, aber nehmt mal mit. Also Jungs, wir starten, wir bauen unser Teams und dann sehen wir uns gleich wieder. So Jungs, wir sind ready, wir haben die Teams gebaut, ja. Also, wir können starten, und zwar, ich halte mal hier rein, die 2 Spieler habe ich aufgeschrieben. Also, ich habe auf dem rechten Flügel den guten alten Serge Gnabry, Team of the Season. Und auf dem linken Flügel, ja, den wird der ein oder andere kennt ihn, ja, habe ich Kent am Start. Okay, alles klar. Also, ich habe Bellarabi aufgeschrieben, ja, und Hazard von Dortmund. Ich wollte eigentlich auch Gnabry schreiben, aber naja, scheiß drauf jetzt. Tatsächlich, ich habe Bellarabi eigentlich auch hier reingemacht gehabt, aber ja. Dann habe ich gemerkt beim Kaufen, dass die Karte, ich wollte die Food Birthday Karte spielen, dass das anscheinend, die war nicht auf dem Markt. Genau, und dann ja. Habe ich einfach Gnabry geholt. Okay, dann, ihr seht im Hintergrund die 2 Namen von mir. So, dann machen wir weiter, Jungs. Und zwar, im Sturm gehen wir mit einer Icon. Ja, den habe ich letztens gezogen. Und zwar, das ist der 89er. Didi Drogba, kommt die rein. Und ZDM habe ich den guten Serdar, ja, von Schalke 04. Okay, ich habe aufgeschrieben Werner und Witzel. Ich dachte, du willst direkt voll machen. Schade an der Stelle. Dann würde ich sagen, ja, kommen wir zu den nächsten 3 Positionen, ne? Genau, so sieht's aus, Jungs. Bei mir komplette rechte Seite und bei dir unten. Komplettes ZDM. Starten, let's go. So, Freunde, dann bin ich mal gespannt, ob ich jemanden snipen kann. Ihr wisst Bescheid, ich bin nicht so gut darin, aber wir haben die 3 Namen hier im Hintergrund. Okay, Jungs, also dann machen wir weiter. Im Sturm gehen wir mit Karim Benzema mit seiner Totzkarte. Dann ZOM, ja, ich freue mich auf seine Karte. Und zwar, das ist der 86er Gareth Bale. Ja, ich denke nicht, dass du jetzt die 3 aufgeschrieben hast. Und als letztes kommt der Toni Kroos. Schade, also ich sag mal ja, so, ich habe sogar eben gerade das Video angeschaut, wo du den Benzema da, du hast ihn in einem SPC-Pack gezogen, ne? Ich habe Wardy Henderson Mount aufgeschrieben. Sehr gut, also, so. Als mittleren ZDM habe ich den guten alten Casemiro Team of the Season. Ja. Okay. Als rechten ZM habe ich an der Stelle Julian Brandt Team of the Season. Und als linken ZM habe ich eine gute alte Karte, die ich irgendwie untrade bekomme, die wollte ich jetzt mal spielen. ZOM Haji habe ich am Start, aber nicht die Icon, sondern 5 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Skills hat der leider nur, aber krasse Karte. Okay, ich habe Lampard, Kroos und Havertz aufgeschrieben. Ich dachte, du nimmst deinen Lieblingsspieler Havertz, aber hast nicht gemacht. Hast mich enttäuscht, aber wir machen dann weiter, Jungs, die beiden Außenverteidiger jetzt. Let's go. So, Jungs, dritte Runde, die beiden Außenverteidiger, wie gesagt. So, ich halte mal hier rein. Also, linker Verteidiger geht nur einer. Woher weißt du das? Da habe ich Barisic in Form. Ja. Und als Rechtsverteidiger habe ich Carvajal, Team of the Season. Okay, alles klar. Also Carvajal kannst du behalten, aber Barisic muss da auf jeden Fall weg.
Da gibt es nur einen Spieler, den du da nehmen kannst. Dann bin ich mal dran. Er ist, glaube ich, schockiert gerade. Er sagt nichts. So, auf der rechten Seite gehe ich mit Odriozola mit seiner Real Madrid-Karte aber. Damit wir auch Full Cam da haben. Und Linksverteidiger habe ich den Hakimi. Schade. Ich habe Schulz und Trent aufgeschrieben. Ich dachte, du gehst mal ausnahmsweise mal mit einer anderen Liga. Aber der kreative Seko, der ist natürlich mal wieder nicht am Start. Ja, das ist vielleicht nicht kreativ, aber das ist schlau gemacht. Jetzt kann ich alles machen, was ich will. Ja, also schlaue Seko, würde ich mal sagen. Oder Jungs, schreibt das gerne mal in den Kommentaren. Ansonsten, die wichtigsten Positionen kommen jetzt. Er hat einen Bronze-Spieler, ich noch nicht. Ich muss Full Team haben, damit ich mal auch Furki gewinnen kann. Wir machen jetzt weiter. So, Freunde, also ich bin im Snipen wirklich nicht der King, aber ihr seht drei Namen im Hintergrund. Er konnte alles nehmen. Ich hoffe, ich konnte gut raten. Mal gucken. Okay, also die drei Spieler habe ich auch dann gefühlt seit 3 Monaten nicht genommen. Und zwar einmal Laporte, ja, seine 88er Karte. Dann habe ich den Walker am Start und im Tor gehe ich mit Ederson. Also Liga saß, aber ich habe leider Van Dijk, Joe Gomez und Alisson aufgeschrieben. Oh, war knapp, ehrlich gesagt. Ich habe erstmal mit Alisson versucht, dann habe ich gesehen, so Gomez und Van Dijk einfach viel zu teuer für mein Team. Deshalb habe ich mal jetzt ja, umgezwitscht, sage ich mal, auf Manchester City einfach. Es hat geklappt. Wir halten rein. Ich muss da was snipen. Ein Spieler ist sehr riskant, das weiß ich selbst. Ne? Ja, ich weiß auch, deinen roten Spieler. Ja, egal, komm weiter. Ein Spieler ist sehr riskant. Das ist einmal Sergio Ramos. Der andere Innenverteidiger ist Diego Carlos, Team of the Season. Sergio Ramos, Team of the Season. Und im Tor habe ich Oblak, Team of the Season. Boah, war echt knapp, Mann. War echt knapp. Im Tor bin ich mit Courtois gegangen. Ne, Entschuldigung, mit Ter Stegen. Weil du doch Ter Stegen gezogen hast, glaube ich. Ja, ja, Oblak auch. Deswegen. Ich wusste, dass du Ter Stegen aufschreiben wirst. Aber. Und ich dachte mir, du hast Eder Militao seine neue Karte gemacht. Der sieht richtig geil aus. Und ich weiß auch natürlich, mein Freund, ja, ich gucke deine Streams, mein Freund, natürlich. Du hast den roten Ramos auch letztens gezogen. Ich sag mal so, herzlichen Glückwunsch, dass du Ramos hast. Aber auch mein Beileid, weil du musst ihn jetzt rausnehmen und pack dann Bronze Innenverteidiger rein. Ich freue mich. Bruder, warte mal. Was hast du, in was für einem Traumwelt hast du gelebt? Das ist Sergio Ramos, ziehen rot. Hast du nicht rot gezogen? Nein, bist verrückt. Schade, Seko, falsch geguckt. Aber Jungs, ja, der hat 2 Bronze-Spieler und ich habe Fullteam. Das ist sehr, sehr wichtig gegen Furki. Also, wir starten rein. Wir können das Spiel gewinnen. Ich muss das Spiel gewinnen. Let's go. Okay, Jungs. Wir starten hier, ja. Ich kann das Spiel gewinnen. 2 Bronze-Spieler hast du. Ja. Das Ding ist ja, beide sind hinten. Du kannst auf jeden Fall Tore schießen, aber ich glaube, ich werde auch ein paar Tore schießen. Drogba! Erster Torschuss, 20. Minute, Jungs. Let's go. Ja, 1-0. Hallo? Ja. Er sagt einfach nichts. Weißt du, warum ich gelacht habe? Das ist aber so einfach irgendwie so. Wir haben so 20 Minuten auf Krampf gezockt. Die ganze Zeit. Jetzt einfach das. Dann so das einfachste Tor meines Lebens gezockt. Gemacht. Benzema. Jetzt aber. Bill! Ey, du hast so ein Glück. Ich mein's ernst. Oblak. Das war doch Oblak, oder? Das war doch nicht Oblak. Das war doch dein Spieler, oder nicht? Doch, Oblak. Ey, guck mal, Oblak hat Carvajal auch gehalten. Oh mein Gott, was hat Ederson gehalten? Ederson, ich küsse dein Auge, Bruder. Komm, Jungs, jetzt. Jetzt, Benzema. Benze. Didier. Drog! Was? Jetzt Bale. Gareth. Benzema, mach doch, Bruder. Benze. Po, rot. Rot, das ist safe rot. Und rot bedeutet weg. Das ist doch rot. Jawohl, ein Spiel ist safe weg von Furki. Let's go, Junge. Man muss sich mal Tor schießen gegen Furki. Wie fühlst du dich? Digga, ich schwöre, wie kommst du auf die Idee, morgens um 10 Uhr zu drehen, Digga? Bruder, nein. Nein.
Nein! Nein, es hat nicht geklappt. Ehrenbronze. Er hat einfach noch Ball aus dem Spiel genommen, Digga. 90 Minuten, Bronze. Ach 64. Du Scheiße, Mann. So, Jungs. 1-0 gewonnen, zwar der Furki, aber beide müssen abstoßen. Der hat eine rote Karte bekommen. Ja, spannendes Spiel. Nicht so viele Torchancen, ja. Das Gameplay wird auch sehr, sehr kurz sein, höchstwahrscheinlich. Aber Jungs, wir kommen jetzt zum Abstoßen. Ich bin auch einerseits auch glücklich, weil er auch abstoßen muss. Vielleicht, ich rede jetzt nicht groß. Wir kommen einfach zum Abstoßen. Let's go. So, Jungs, also wir starten, ja. Insgesamt 2 Picks, ja. Beziehungsweise einmal muss er abstoßen, einmal ich. Dann fangen wir an. Und zwar, komm, du darfst starten. Bro, ich habe übertrieben Angst. Also übertrieben, weil fast jede Position von mir ist teuer. Ja, du darfst starten, also sag mir einfach eine Position. Ja, ich starte. Du hast 4-2-2-2, ne? Ja. Bro, ich werde was auf der linken Seite nehmen, also auch außen. Ich überlege gerade Linksverteidiger, linker ZOM. Ich nehme linken ZOM. Da, wo Reus eigentlich ist. Hallo? Oh mein Hallo? Gott, Digga. Was ist los? Soll ich jetzt sagen oder später? Sag einfach später, Spannung steigt. Okay. Dann mach du mal. Du hast die 4-3-3, die fünfte. Ich mach mal schnell. Und zwar dein Stürmer. Oh Mann, Alter. Okay, ist aber akzeptabel. 84er Kent hast du getroffen. Also, was hier für Spieler generell sind, da ist das noch in Ordnung. Ich habe alle teuren Spieler auf Außen gemacht. Also bei mir war komplett Zentrum eigentlich so die billigeren. Weißt du, wem du getroffen hast? Hast du Reus da gelassen? Nein. Wen? Karim Benzema. Walla? Ja. Ey, das, Digga, so langsam tut mir das leid, Seko. Ich sag immer bei den Leuten bei mir, wenn ich mit anderen SPB drehe, bei denen ich was krasses abschlusse, ich sag immer, bei Seko tut's mir nicht leid, aber so langsam tut's mir bei Seko auch leid. Benzema, gestern gezogen oder so, ne? Wann hast du ihn gezogen? Keine Ahnung, letzte Woche oder so. Aber egal, Jungs, wir kommen zum Abstoßen. Es tut schon weh, der spielt sich zu krass. Der kostet 1 Million einfach. So, Jungs, wir sind ready, ja? Wir geben jetzt gemeinsam hier ab. Also komm, 3, 2, 1, go. Karim Benzema ist einfach weg. 1 Million Spieler, Digga. Das ist zu wild einfach. Boah, das Ding ist, ich muss wirklich sagen, also heute so tut's mir leid. Ja, ein Pick auch noch, Digga. Heute so gefühlt das beste, eigentlich spielerisch so deine beste Leistung auch mit gewesen. Und dann einfach Benzema weg. Ja, Jungs, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Lasst uns einfach die 4000 Likes knacken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Checkt nochmal die Folge bei Furki ab. Lasst ein Abo bei mir da, lasst ein Abo da bei ihm. Und ja, das letzte Worte. So, Freunde, also, wie gesagt, Seko hat es eben eigentlich schon alles gesagt. Sprengt den Like-Button, ja. Mir hat zwar wieder Spaß gemacht, auch wenn Kent gehen musste, aber trotzdem. Und mir tut's leid. Seko, sorry, Digga. Haut rein, ciao, ciao.